keine Macht. Sonst. Ja. 2015 fand wieder. So. Danke für euer Kommen. Ich schlage vor, da wir ja unter uns mehr oder weniger sind, ich möchte mit einem kurzen Gebet anfangen. Unsere lieben himmlischen Eltern, wir möchten euch danken, dass wir hier als Geschwister, als Familien zusammenkommen können, und wir möchten selbstverständlich, dass ihr unser Zentrum seid und dass wir wirklich uns als eine Familie fühlen können. Und wir verstehen, dass ihr wirklich so große Hoffnungen uns als gesegnete Familien und, setzt, und wir möchten wirklich unser Bestes geben, um auch für die Zukunft die Vorsehung zu unterstützen. Wir beten um die Führung und den Segen für diesen Tag heute und laden noch ein, das bete ich in meinem Namen von Josef Grundag, was gesegnet ist in deiner Familie. Adjo. Dankeschön. So, Dankeschön. Ja, zum. Ich kenne das Thema eh schon natürlich. Zuerst einmal ein paar Dinge vorher, wann ich verstehe dieses Workshop heute als Arbeitsworkshop. Also echt, ich möchte so wenig wie möglich selber reden und bitte euch wirklich das aktiv mit so auch euch einzubringen. Also ich sehe es ist auch als eine wichtige Basis für die Zukunft. Also ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass ich habe diese Woche ein Treffen gehabt mit dem Josef Misseton und mit dem Dr. Elisa Rubinstein von der Hermetikgesellschaft, der auch den Peter Heidergut kennt. Also der war im Vorjahr war er bei der Religious Harmony mit der Elias Rubinstein. Und die beiden sind wirklich so motiviert, dass sie so hoch motiviert, was zu tun. Ja. Und der Josef hat ein paar Mal ausgedrückt, dass er möchte, dass man das wirklich auch auf eine Basis stellen. Also, sein Thema ist natürlich Werte. Und er ist aber auch sehr offen, und ich glaube, also er hat wirklich das Potenzial, Prinzipien zu verstehen. Und vor allem, die sind hoch motiviert, was zu tun. Und so möchte ich also dieses heutige Workshop dazu verwenden, um mal auch uns als Grundlage für ein zukünftiges auch Familieninstitut ist. Ich rede hier von einer Vision, einer Idee, wo ich das Gefühl habe, also wir brauchen das in Zukunft. Wir brauchen also für die Gesellschaft also ein Familieninstitut, welches wirklich fundierte, auf den Prinzipien aufbauende, fundierte Beratung auch geben kann, fundierte Informationen geben kann. Ja. Und ich habe ganz bewusst also dieses Thema heute unter dieses Thema gestellt: Familie ist nicht das Problem, sie ist die Lösung. Also es deutet hier schon an, also wir wollen also über lösungsorientierte Ansätze reden. Man hier wäre schon, steht eh überall, aber. Achso, ja, okay. Das werden die Themen sein, also von den Ideen der Aufklärung bis zur Gender-Ideologie. Da geht es vor allem darum, um uns
sagen wir, das humanistische Menschenbild zu beleuchten und auch zu beleuchten, was da wirklich dahinter steckt. Ja. Das zweite Thema ist, warum die Welt die Vereinigungskirche, Vereinigungsprinzipien dringend braucht. Ja. Das dritte ist die Dynamik der Liebe. Ich meine, wir haben gestern um das Leben und ich glaube, wir müssen vor allem die selber auch uns immer wieder damit auseinandersetzen, wie wir die Kernprinzipien. Die Kernprinzipien, das erste Kapitel, wie man diese Prinzipien von ihrer Dynamik her, von ihrer Tiefe her verstehen und dann natürlich auch daran arbeiten, dass wir es in unser Leben, in unserer Familie und auch in die Gesellschaft wirklich reinbringen können. Ja. Gestern haben wir einen sehr interessanten Vortrag wieder gehabt, also von der Elke Nachmann, also über die Bindungsdynamik, Bindungsgeschichte zwischen Eltern und Kindern. Und ich sage immer wieder, wenn man die Prinzipien, also der erste Kapitel der Prinzipien, es beschreibt das irgendwo diese Bindungsdynamik in einer viel tieferen Form noch, als es ein Neufeld kann. Ja. Und der letzte Punkt ist, in der Familie ist nicht das Problem, sie ist die Lösung. Hier geht es also im Kern darum, uns Gedanken zu machen, wie kann man wirklich also auf diese innere Dynamik, Vater hat einige Male gesagt, dass er sozusagen wir sind auch, unser Partner ist ein Messias, also unsere Kinder sind ein Messias. Was heißt das eigentlich? Diese Erlösungsdynamik in unseren eigenen Familien zu verstehen und natürlich also auch dann also an die Gesellschaft weiterzugeben. Also ich bitte euch nochmals wirklich aktiv mitzuarbeiten. Es wird vor allem also, hoffe ich, also ein interaktives Workshop werden. Also deshalb nochmal zusammengefasst, also das Ziel der Vortragsreihe, also jetzt in einer Weise ausgedrückt, das beschäftigt mich natürlich also auch sehr, sehr intensiv. Wir müssen sozusagen das Leben und die Beziehungen, unser Leben und auch die gesellschaftlichen Entwicklungen eben von einer inneren Dynamik heraus betrachten und wirklich auch die Grundgesetzmäßigkeiten verstehen. Ja. Das heißt, also, es geht hier im Prinzip also nicht um welche Wahrheitsmethoden, um Patentrezepte, um irgendwelche Meinungen oder Theologien. Es geht also um prinzipienorientierte Lösungen zu präsentieren. Denn es ist wirklich grundlegende Wahrheit, dass das, was wir sehen, entscheidend ist dafür, wie wir handeln. Auch. Wir reden also in den Prinzipien so einfach als eigentlich vom, wir sollen den Standpunkt Gottes einnehmen. Und was heißt das? Ich meine, da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Also was heißt das eigentlich, wenn ich dem anderen, wenn ich dich jetzt wirklich jetzt aus diesem Gesichtspunkt heraus betrachte, dann habe ich in mir das Bild von mir, also von einem idealen Menschen. Das Bild, was eigentlich im Kern vorhanden ist. Natürlich ist es durch unsere Natur zerstört, aber es ist im Kern vorhanden. Und wenn ich das sehe, dann werde ich das auch ganz natürlich ansprechen. Ja. Ganz, ganz natürliches Ansprechen. Ja. Und da sieht man schon, also, dass im Denken viele Leute, oder wir sind es also einfach so einfach gewohnt, viele Leute, wie sie oft also zu ihren eigenen Kindern gegenüber
wie sie denken und empfinden, wenn sie sagen, das ist so, wenn es eigentlich sehr abwertend, wenn man sehr abwertend über einen Menschen schon denkt, ja, das hat natürlich jetzt eine direkte Auswirkung. Bei dem zweiten Punkt, ja, müsstest du nicht das so formulieren, dass man sagt, es ist eine grundlegende Wahrheit, dass das, wie wir etwas sehen, entscheidend dafür ist, was wir tun. Also bei was wir sehen, stelle ich mir immer vor, das ist das, was die Sinne mir liefern. Gell? Okay. Da sind meine Einstellungen mit dabei. Dann, also. Genau, ja. So, und der vierte Punkt, warte mal, ich muss noch mal kurz probieren. Das heißt, wir müssen lernen, die Welt und die Menschen anders zu sehen. Es geht hier bei diesem Zugang, es geht hier nicht darum, um irgendwelche Methoden oder Beweise oder Wahrheitsbeweise oder was ich was, sondern es geht um Einsicht zu gewinnen. Immer wieder von neuem. Damit komme ich also zum ersten großen Thema von der Aufklärung zur Gender-Ideologie. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr sollt euch selbst verwirklichen und selbst bestimmen, was für euch gut und böse ist. Klingt das nicht ähnlich? Die Selbstbestimmung und die Selbstverwirklichung sind die zentralen Themen im Humanismus. Wenn wir jetzt das auch zurückgehen, der Humanismus damals, man kann sagen, das war das Mittelalter, da war, da stand also der Gedanke, ein theozentrisches Weltbild, da stand der Gedanke von Gott im Zentrum. Die Neuzeit und der Humanismus hat hier eine völlige Umkehrung gebracht. Also das heißt, dass es seither steht eigentlich ein anthropozentrisches Weltbild im Zentrum unseres Denkens auch. Ja. Wir haben uns sozusagen von Gott auf uns selber konzentriert. Anthropos heißt griechisch, bedeutet Mensch, und der Mensch steht im Zentrum. Und diesen Ausspruch, der Mensch ist das Maß aller Dinge, wird man immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen hören. Ja. Weil aus diesem Verständnis kommt auch dann unsere Ethik und die humanistische Ethik. Und zwar die Hauptthesen des humanistischen Menschenbildes sind im ersten Eindruck wirklich sehr, sehr positiv. Jeder will heute, ich meine, jeder Öffentlichkeit, jeder Mensch will sich sieht sich als oder will ein guter Humanist sein, wird sehr, sehr positiv für sie gesehen. Ja. Und die Hauptthesen des humanistischen Menschenbildes, die sind nach Carl Rogers, also ich habe da nur vier genannt. Der Mensch ist von Natur aus gut und konstruktiv. Der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu entwickeln. Der Mensch strebt nach Autonomie und Selbstverwirklichung. Da haben wir wieder Selbstverwirklichung, was am Anfang war. Entwicklung aufgrund der Selbstkonzepte und gemachten Erfahrungen. Der vierte Punkt,
muss man gehörig hinterfragen. Weil die menschliche Natur ist in, das ist die Realität. Wir sind alle konfrontiert mit einem Widerspruch, oder wie es der in Goethes Faust ausgedrückt ist, zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Das ist unsere Realität. Es ist ein Gut und Böse. Und das ist nicht nur ein gesellschaftliches Problem, sondern unser eigenes, ureigenes Problem eines jeden Menschen. Das heißt, dass der Kernproblem des Menschen ist unser Widerspruch zwischen Geist und Körper, unsere Uneinheit, das heißt damit auch zwischen Wunsch und Wirklichkeit und zwischen Denken und Handeln. Was das in der Praxis bedeutet, brauche ich ja nicht viel erzählen. Was versteht jetzt denn ein Humanist, das er, und was ist eigentlich, was versteht man unter humanistischer Ethik? Der Erich Fromm hat es so definiert: Der erste Punkt, der Mensch selbst ist das Maß aller Dinge. Das heißt, dass er meine Werturteile und die Wahrnehmung, wie ich etwas wahrnehme, mache ich nur aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Was heißt das wieder? Ich meine, wenn die Eltern mir als Kind vermitteln einen positiven Zugang vermitteln und mich auch als Kind unterstützen und positiv unterstützen, werde ich natürlich die Eltern als wertvolles auch erleben, mein Werturteil wird ein positives sein. Wenn ich aber andere Dinge erlebe, wenn ich dann drauf komme, hoppla, ja, vieles stimmt nicht, dann werde natürlich dementsprechend vorsichtig reagieren. Das heißt, mein Werturteil wird dann völlig anders sein. Die humanistische Ethik, es ergeht sozusagen vom Menschen, von seiner Erfahrung und seiner Besonderheiten aus, und der Mensch alleine ist selber Normgeber, so wie es da ausgedrückt ist. Das heißt, dass ich ziehe mir selber zusammen, was für mich gut ist und was für mich schlecht ist. Das heißt, dass er wieder in der Praxis, wenn ich erlebe, dass mir mein Bruder also übers Haxel haut und ich zurückhau, ja, dann wird er das alles normal, so was gut empfinden, weil das ist das Einzige, was er versteht. Und die humanistische Ethik sieht in der spezifischen menschlichen Qualität der Vernunft, also dass man nur aufgrund der Vernunft also zu seinen Schlüssen zieht, die Möglichkeit, sozusagen eine objektiv gültige Norm zu finden und zu objektiv gültigen Werten zu gelangen. Aber die Problematik ist ja die, weil wir ja sozusagen diese beiden Naturen in uns haben. Das ist die Problematik. Das heißt, wir brauchen was anderes. Ich habe dann etwas Interessantes gefunden. Und zwar, da gibt es also ein Buch, das heißt die
verbotene Früchte, Ethik des Kommunismus, das ist von einem amerikanischen führenden Philosophen des säkularen Humanismus, als Paul Kurz, und der schreibt: Um zu einem höheren Niveau kreativer Entwicklung zu gelangen, müssen wir von den verbotenen Früchten vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, uns in ethischer Forschung engagieren, uns für Grundprinzipien und Werte autonomer Vernunft einsetzen. Autonomie. Vernunft. Und. Also diese Dinge sind drin. Und dann weiter. Der höchste Schlüssel zu einem anständigen Leben ist es, die Früchte des zweiten Baumes im Garten Eden zu essen, des Baums des Lebens, und selber das vielfältige Potenzial für ein erfülltes Leben zu entdecken. Das ist die Verführung, also die satanische Verführung par excellence. Was war noch? Das ist eine sehr übliche humanistische, Denkweise, die auch in Europa, speziell bei uns, sehr, nicht in Amerika, speziell in Europa sehr stark. Speziell, ich weiß, wenn ich die Generation meiner Eltern betrachte, es waren viele, die eine humanistische Bildung hatten, genau diese Überzeugung. Das heißt, in den 30er, 20er Jahren war das die gängige Meinung auch an den humanistischen Gymnasien, Universitäten und so weiter. Im Gegenteil, heute ist, glaube ich, der Humanismus ziemlich out. Also kaum ein Mensch glaubt, also wissenschaftlicher Mensch. Ja, aber es ist natürlich unterirdisch stark. Es ist unterirdisch stark. Das ist das Problem, man muss es eigentlich aufdecken und sagen: Leute, glaubt ihr das eigentlich noch? Aber es ist interessant, dass er, dass er in dem Buch genau dieselben Worte verwendet. Selten von Worte verwendet, wie es in der Bibel steht. Der verwendet religiöse Terminologie. Nein, der Humanismus ist bei vielen die Voraussetzung für die Erkenntnis. Ist ja nichts Neues. Also beschreibt er das näher, was er da versteht von diesen verbotenen Früchten vom Baum der Erkenntnis. Was ich gehört habe von so Wissenschaftlern, die verstehen dieses Wort Erkenntnis immer mit Verstehen. Gell? Nicht, wie wir es in den Prinzipien her gewohnt sind zu sehen, dass das eine sexuelle Übertretung war. Und beschreibt er, was er unter Früchten vom Baum des Lebens versteht, irgendwie? Das muss ich selber mal, das kann ich jetzt nicht beantworten. Weil das ist sozusagen nur von einer Rezession, also dieser Teil von einer, ich möchte das Buch selber mal lesen. Ja, weil in der Bibel steht es ja auch drin, dass Gott diese Cherubim vor dem Baum des Lebens stellt, damit sie nicht von diesem Baum auch noch essen. Ne? Aber was ist damit gemeint? Das Zeitalter der Aufklärung war sozusagen, die Aufklärung, die Gedanken und die Ideologie und der Aufklärung, also das Denken und die Philosophie der Aufklärung war sozusagen prägend, also für die Zeit damals. Und die Zeit der Aufklärung ist sozusagen eine Reaktion also auf die Machtkonzentration und auch den Machtmissbrauch. Also es war einerseits natürlich die Kirche damals, also und die Kirche auf der einen Seite und der Absolutismus, das absolutistische Staatswesen auf der anderen Seite. Ich gehe jetzt ganz bewusst, also nicht in den Detail und nenne auch keinen Namen, also das geht viel zu weit. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass eben das Zeitalter der Aufklärung also damals geprägt war durch einen Antiklerikalismus, und man hat sozusagen also auch den
und die Zurückweisung des Absolutismus. Der Ruf war eben nach Freiheit, nach Gleichheit und Brüderlichkeit. Das war auch der Ruf also bei der Französischen Revolution, und das ist natürlich also auch nach wie vor also in der, ja, der Franzosen haben ja als Grundmotto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das heißt, also der wichtigste Grundsatz für die Aufklärung, der ist eigentlich, dass eben die Vernunft imstande ist, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Man wollte die Wahrheit ans Licht bringen und dafür kämpfen. Was ist Aufklärung? Was ist Aufklärung? Der Immanuel Kant hat es so formuliert: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Da könnte man schon mal fragen, ja, wieso hat der Mensch diese selbstverschuldet? Okay. Weiter. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Unser Wahlspruch, ich weiß nicht, wie man das genau, wie sagt man, sapere aude, oder wie spricht man das aus? Habe Mut, dich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Bitte? Sapere aude. Sapere aude. Habe Mut, gell? Genau, ja. Aha. Aber man könnte ja da über das natürlich jetzt auch sehr viel reden. Das heißt, dass die Aufklärung hat einerseits einen, also dieser Fokus also auf den Verstand, dieser hat natürlich also sehr viel bewirkt und hat sozusagen für eine große intellektuelle Entwicklung beigetragen. Natürlich deshalb die Wissenschaft, die ganze Technik, das Ganze, die äußere Entwicklung also wesentlich gefördert. Auf der anderen Seite haben wir einen, der sich aus der Aufklärung heraus entstanden ist, einen Relativismus, und speziell man spricht vom moralischen Relativismus, speziell also in der Ethik. Das heißt, also das ist der Standpunkt, dass jede Erkenntnis nur relativ ist, relativ richtig ist und jedoch nie allgemein gültig wahr sein kann. Das heißt, was heißt das im Grunde genommen? Wie würdest du das sagen? Also, in einfachen Worten. Nix ist fix. Nix ist fix. Ja, genau. Nix ist fix. Ja, aber dem gegenüber sagt der Kant, handle so, dass es hinsichtlich des Ergebnisses deiner Handlungen ein allgemeines Gesetz werden könnte. Ja, das ist genau entgegen dem. Ja. Also Kant weist darauf hin, dass man das seine eigene Handlung eigentlich in einen ganz großen Rahmen setzen sollten, auch sehr idealistisch. Ja. Aber immerhin, das ist eine sehr gute Richtung, die ja ganz entgegen dem Relativismus ist. Ja. Das stimmt, ja. Aber natürlich, man kann sagen, dass man natürlich das Menschenverständnis, das wir sozusagen ziemlich auf den Verstand reduziert haben. Das sind die Aufklärung sozusagen, die Aufklärer. Ich tue es nicht verallgemeinern hier, das ist klar, weil das darf man auch nicht, will ich auch nicht. Aber grundsätzlich kann man sagen, also dass auch der Humanismus dadurch, dass er sich jetzt auf den Menschen konzentriert, ja, nur auf den Menschen und sozusagen jedes Ding also ziemlich wegschiebt, dass er da reduziert auch noch für sich den Menschen sehr stark, ja, in seinem Wesen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, prinzipiell gibt es natürlich die Entwicklung der Allgemeingültigkeit. Man hat natürlich gerade in der Aufklärung auch allgemeingültige Gesetze gesucht. Ja. Und ja, das hat man dann auch gefunden oder glaubt gefunden zu haben, Newton und so weiter.
Und später eigentlich ist das dann doch wieder etwas relativiert worden und genau, man hat es versucht. Genau, oder man hat gesehen, dass auch Newton nicht immer recht hatte. Ja. Genau, ja. Das, diese Spannungsfeld, diese Allgemeingültigkeit und dann zu sehen, dass die allgemeine Gültigkeit doch auch wiederum ihre Grenzen hat, in der leben wir ganz einfach. Mhm. Ja. Seit etlichen tausend Jahren und auch philosophisch in diesem Problematik. Ja. Und da gibt es natürlich Wellenbewegungen rauf und runter. Ja. Man kann sagen, wohin hat eigentlich, also da gibt es natürlich zwei verschiedene, das gehört aber da noch teilen auch, wohin haben wir eigentlich diese zentralen Gedanken geführt. Man, die Losung der französischen Revolution war Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Aber die französische Revolution, und das wär ein großes Thema an sich, also wieso ist die dann wirklich, hat er dann wirklich in einer Schreckensherrschaft geändert? Was waren die Gründe dafür? Ich komme dann später noch also darauf zurück. Also das ist sozusagen, also wenn man das historisch betrachtet, für mich ist genau die französische Revolution war in dieser ganzen humanistischen, also in der Geistesgeschichte, in der humanistischen Entwicklung also eine wichtige Revolution, aber natürlich in die falsche Richtung. Ich meine, die ganze intellektuelle Entwicklung hat natürlich dann zu einem wesentlichen Aufschwung also der ganzen äußeren Industrie geführt, industrielle Revolution, aber auf der anderen Seite eine sehr starke Ablehnung und der Atheismus hat sich da sehr, 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 sehr entwickelt. Und der Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot. Und interessanterweise was er dort zum Ausdruck bringt, Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet, hat Nietzsche gesagt. Das war die. Ja, das ist eigentlich also das Ziel. Und wenn man dann weitergeht zum Marxismus, was war das Ziel des Marxismus und Kommunismus? War eigentlich einerseits weil eben Gott tot ist und ein Marx die Religion also als Opium des Volkes betrachtet hat, war es natürlich also eine willkommene Rechtfertigung, sozusagen alles zu vernichten. Ja, also der Versuch einerseits die Kritik der politischen Ökonomie von Marx, also diese beiden Schwerpunkte, einerseits die Zerstörung, das Ziel des Kommunismus, kann man sagen, also und der kommunistischen Revolution war das Ziel des Kommunismus, ist einerseits die äußeren Strukturen, die politische und Ökonomie zu zerstören und dann sozusagen einen neuen Menschen zu schaffen, oder Planwirtschaft und so weiter, und auf der anderen Seite auch alles Religiöse auszumischen, weil das natürlich ein Hindernis ist also für den atheistischen Menschen. Hier habe ich jetzt ein paar Zitate, die sind, ich weiß nicht genau, wem zuzuordnen ist, welches von Marx und Engels. Der schreibt, um die Befreiung zur klassenlosen Gesellschaft zu erreichen, müssen Produktion und Reproduktion aus den Händen der Unterdrücker genommen werden und in diejenigen der Unterdrückten gegeben werden. Sagt er, der Vater muss entmachtet werden. Macht und Kontrolle über die Reproduktion gehören allein der Frau.
wieder ganz am Anfang, die Selbstbestimmung. Die Selbstbestimmung der Frau, was heute nach wie vor ein Thema ist. Die Frauen, also gewisse radikale Feministinnen wollen ja selbst bestimmen, wann sie, ob sie ein Kind haben wollen, ob sie es auftragen wollen. Also, und natürlich, oder auch wann sie ein Kind haben wollen. Dann, wenn es ihnen passt, ja, und nicht jemand anderem. Und auch ein, nur wenn die Frau außer Haus arbeitet und von der Last von Familie und Kinderpflege befreit ist, kann die Unterdrückung ein Ende haben. Ich glaube, dazu braucht man nicht viel. Ja. Die Problematik ist die, dass die Radikale, ich meine, ich rede jetzt immer natürlich von radikalen Feministinnen, die haben natürlich diese Theorien von Marx als Rechtfertigung genommen, und dieses Denken, dieses Vorurteil geistert ja nach wie vor herum. Ja. Man wieder wie, ich glaube, das ist eigentlich ein Ausspruch von Marx, die universelle Unterdrückung der Frau durch den Mann und die Mann-Frau-Einzel-Ehe sind Ursprung und Urtypus aller Unterdrückung. Man muss sich das einmal geben. Und natürlich eine Rechtfertigung für die ganze außerhäusliche für die Kindergartenoffensive und. Die Pflege und Erziehung der Kinder wird öffentliche Angelegenheit. Die Gesellschaft sorgt für alle Kinder gleichmäßig, seien sie eheliche oder uneheliche. Und das ist interessant, wenn man heute in Diskussionen also über Kindererziehung redet, da ist immer von qualitativer Kindererziehung die Rede. In Expertenkreisen, da ist immer von qualitativer Kindererziehung die Rede. Aber damit meint man nie die Eltern. Die Eltern kommen nie vor. Weil man kann sagen, also, die französische Revolution war sozusagen die erste Stufe. Die russische Revolution und der Kommunismus war die zweite Stufe. Und die sexuelle Revolution war in dem ganzen Prozess unserer Geistesgeschichte die dritte Stufe. Denn da wurde sozusagen zum Gesetz erhoben, die willkürliche Bestimmung über Leben und Tod, die Selbstbestimmung. Ihr sollt wissen, was gut und böse ist und selber entscheiden. Ja. Andererseits natürlich ist auch die ganze sexuelle Revolution hat dazu geführt, dass den Kern unseres Menschlichen, der Gesellschaft, den Kern des Wesens des Menschen zu zerstören, nämlich seine Liebe und die familiären Bindungen. Die natürliche Bindung zwischen Mann und Frau, die Bindung zwischen Mutter und Kind, zwischen Eltern und Kind. Das ist sozusagen unausgesprochen, aber das Ziel der sexuellen Revolution. Und die Gender-Ideologie, da habe ich jetzt aus einem Buch erhascht, die Frauenbefreiung und die sexuelle Revolution, die Dialectic of Sex, die sind darauf aus, da heißt es, die Abschaffung der Klasse des Geschlechts braucht die Revolte der Unterdrückten, der Frauen und deren Inbesitznahme der Kontrolle über die Reproduktion. Man will hier die Wesensunterschiede zwischen Mann und Frau völlig
eigentlichen Prinzip zerstören. Man kann somit sagen, die ganzen, auch der Feminismus, speziell die Gender-Ideologie, entspricht irgendeinem Geist. Und dieser Geist, dieser Geist wird ausgedrückt in Goethes Faust 1. Dort heißt es, ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum wär's besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde zerstören, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Also treffende kann man nicht ausdrücken. Ich glaube, was wir wirklich verstehen müssen und auch thematisieren müssen, ist eben dieser Geist, der hinter dahinter steht, der hinter der Gender-Geschichte steht. Oder der auch wirklich hinter den radikalen Feministinnen steht. Man muss das wirklich begreifen. Weil wenn man sich zum Beispiel also die Entwicklung des Feminismus betrachtet, man immer noch viel zu wenig damit auseinandergesetzt, aber was ich entdeckt habe, war, das hat sich in drei Stufen entwickelt. Und am Anfang waren natürlich die Motive wirklich gut und legitim und wichtig. Ja. Wir haben ganz was Wichtiges erreicht. Ja. Aber an einem Punkt hat sich das dann also in die völlig falsche Richtung entwickelt. Und das nimmt immer sozusagen einen Dreistufenprozess. Genauso auch natürlich, die sexuelle Revolution. Man natürlich haben die Leute sicher viele ihre eigene Familie als reine Unterdrückung erlebt. Ja. Aber das dann, ja. Zusammenfassend kann man sagen, dass eben das humanistische Menschenbild und die humanistischen Ideologien beginnen, da habe ich es nur ein paar genannt, der Darwinismus, der Marxismus, der Feminismus, der Antigenderismus, die suggerieren einerseits ein sehr, sehr positives, idealistisches Bild. Im Kern sind sie aber negativ, sind sie sogar selbstzerstörerisch, kann man sagen. Ja. Und die Hauptgründe dafür sind folgende. Weil sie eben weitgehend, geht nicht darum, es zu verallgemeinern, aber weitgehend, wie denn das Bewusstsein und die innere geistige Natur des Menschen verneint. Der Mensch, wenn ich an den Freud denke, der Mensch wird als Tier betrachtet, der für seine Triebe und Neigungen nicht verantwortlich ist. Der Freud hat zum Beispiel gesagt, dass da hat er eigentlich damals
viele schockiert, hat er gesagt, ja, der Mensch ist nicht Herr seiner selbst. Ja. Was stimmt natürlich, ja. Aber das heißt ja nicht, dass er, er hat dann damit praktisch auch gleichzeitig irgendwo die Verantwortung aufgesprochen. Und was natürlich also ein ganz wichtiger Punkt ist, die ganzen humanistischen Philosophien, sie verneinen die Kräfte des bösen im Mensch. Die Gesellschaft ist schuld. Ja, nicht selber. Oder man könnte da viele Zitate bringen. Der Rousseau hat zum Beispiel gesagt, dass er, der Mensch ist gut oder die Gesellschaft ist böse. Da gibt es ein ganz genaues Zitat. Und er hat das natürlich, er betrachtet er nur ganz natürlich, bestimmt das aufgrund seiner Erfahrung. Hat er ja nichts Falsches gesagt, ja. Aber trotzdem, die Verallgemeinerung, dass er dann sagt, dass er, ja, der Mensch ist gut, der Mensch, wir haben eine gute Natur, aber auch, wir sind auch als ein Teil des Bösen. Und ja, damit, wie steht an, damit bin ich es fürs Erste. Ich hoffe, ich meine, das war wirklich jetzt ein ziemlicher Zeitraffer. Ich hoffe, dass ich also irgendwo einige grundsätzliche Gedankenansätze rüberbringen konnte. Damit schlage ich vor, also euer Feedback ist also zu dem Ganzen oder zur Pause. Gerne. Also das Denken von Marx, Engels und auch Erich Fromm, der ja auch Marxist war, kann man eigentlich nicht verstehen, wenn man nicht weiß, dass sie Bachhausen gelesen haben. Bachhausen war ein Schweizer Privatwissenschaftler, der um 1960 eigentlich der Erste war, der eine Theorie über Patriarchat und Matriarchat gebracht hat. Okay. Die war zwar grundsätzlich falsch, aber interessant. Und auf diese Theorie haben sich dann alle draufgeworfen. Das war der Herr Engels, das war der Herr Marx, das war aber auch dann später der Herr Hitler und viele andere haben sich damit befasst und auf dieser an sich nicht wissenschaftlich begründeten Theorie ihre eigene Theorie verfasst, ja? Die dann auch falsch war. Aber andererseits muss man dem Herrn Bachhausen zugestehen, er hat was formuliert, was zwar wissenschaftlich so nicht bewiesen ist, aber was natürlich überhaupt der Ausgangspunkt war, darüber mal konkreter nachzudenken. Und der ganze Feminismus, der hat mich schon sehr intensiv befasst, ist natürlich auch davon beeinflusst, aber hat sich auch von Bachhausen längst gelöst. Also heute versucht man doch auf mehr empirische Daten zurückzugreifen. Also wir sind schon heute weit über Freud und über all den Blödsinn. Ja, natürlich, ja, aber sicher, ja. Der Bezug ist artistische. Der artistische, im Prinzip hat man ja auch im ganzen Marxismus die Idee, dass in der Geschichte Gesetzmäßigkeiten herrschen. Ja? Das ist ja der Histomat. Ja, ja. Und auch Bachhausen hat ja dazu Argumente geliefert, unfreiwillig. Mhm. Ja? Und diese Argumente hat man dann weiter im Histomat, Marxismus, Leninismus verarbeitet. Ja, dass die Geschichte gesetzmäßig ist und zu einem Ziel kommt. Mhm. Ich würde sagen, das ist die Prinzipien auch. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, der zentrale Punkt ist, man kann weder einen Marx noch oder auch Erich Fromm nicht verstehen ohne Bachhausen. Übrigens ist Erich Fromm ein absoluter Jude und großer Spezialist, Bibelspezialist. Hat sich da mit der jüdischen Bibelauslegung sehr intensiv befasst, hat einige Bücher geschrieben und hat halt nun nichts anderes gemacht, als das umzuinterpretieren in diese Richtung. Machen wir eine Pause. Ja.
über Feminismus gibt es zwei sehr gute Bücher. Eins fällt mir jetzt gerade ein. Die Frau Anneliese Pieper, Professorin, hat das unheimlich gut zusammengefasst. Kann man nur empfehlen. Ja, das ist ungefähr nur 200 Seiten dick, unheimlich gut strukturiert und gibt eigentlich einen kompletten Überblick über die Entstehung und alle Strömungen des aktuellen Strömungen des Feminismus. Es gibt noch ein zweites, aber der Name fällt mir jetzt ein. Wie heißt das? Gibt es eine feministische Philosophie oder so? Ich habe es daheim. Das kann ich euch schreiben. Sollte man unbedingt lesen. Weil es in kurzen Worten, also ein paar 200 Seiten, wirklich alle Strömungen und Entwicklungen des Feminismus darstellt. Und sie ist eine absolute Spezialistin auf dem Gebiet. Ich meine, ich hoffe, das ist ein bisschen darüber kann man. Es wäre sehr interessant, also das dann also in Verbindung, also im Kontext, also in Verbindung also auch zu unserem Verständnis und der ganzen Entwicklung, und das ist eine reale Dynamik, die durch den Sündenfall entstanden ist. Das in diesem Kontext, also in diesem Kontext also auch zu stellen. Ja. Der Sündenfall ist, das war eine ganz konkrete Entwicklung, eine Dynamik, die dann entstanden ist, also mit Lucifer, mit Adam und Eva. Also das ist eine ganz konkrete eine Dynamik, die da entstanden ist, und natürlich die Fehler zu verstehen, wieso hat sich das dann so entwickelt, wieso hat eigentlich, also wenn die Eva anders reagiert hätte und sozusagen ihre Verantwortung erfüllt hätte, dann wäre das Ganze ganz anders ausgegangen. Ich meine, es wäre zum Beispiel, dass auch, wenn sie zum Beispiel nach dem geistigen Fallen, nach dieser Versuchung, dass sie da reingefallen ist, und selbst nach dem physischen Fallen, also wie sie dann sozusagen also eine Beziehung zum Adam gehabt hat, das wäre noch nicht die Tragik gewesen. Das wäre noch nicht die Tragik gewesen. Die Tragik war dann, wie sie angefangen hat, wie der Adam angefangen hat, also und dann die Eva und so weiter, die Verantwortung aufzuschieben. Zu sagen, ja, ich bin nicht verantwortlich. Es ist ja noch nicht die Tragik, einen Fehler zu machen. Aber dann zu sagen, ja, ich meine, da wird es schwierig. Also die Problematik ist, dass man zum Verstehen, ja, was ist eigentlich unser menschlicher Teil der Verantwortung. Das ist die Dinge. Und darum habe ich das, weil das war für mich also sehr interessant, wie mir das so bewusst worden ist, also dass in Bezug also zum Aussagen von Zündenfall gestimmt. Das Problem ist ja, dass die Ideologie nicht umtritt, gibt dann die Realität. Ja. Und das auseinanderzuhalten, das ist das Schwierige. Oder das bewusst zu machen, dass man das trennen muss. Das ist sehr schwierig. Ich meine, das ist sehr, sehr schwierig, weil zum Beispiel, wenn ich nur an den Feminismus denke, dass natürlich also jene radikalen Feministen, Feministinnen, die sind sozusagen, die gefallene Eva, die sozusagen ihre Verantwortung abschiebt, die Schuld sozusagen also
die die Schuld sozusagen beim Adam sieht. Ja. Und das drückt sich ja da aus, also weil ihm gerade jene Strömungen, die haben also eine sehr, sehr starke Aversion, also gegen Adam, gegen den Mann. Ja. Ich meine, das ist ja unglaublich, wie präsent das noch immer ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das einmal gehört habe. Es gibt zum Beispiel in Deutschland die jungen Grünen. Wenn du bei den jungen Grünen in Deutschland Mitglied werden willst, dann füllst du einen Mitgliedsbogen aus und da steht dann vor Namen, Geschlecht steht oben Geschlecht und du hast die Auswahl zwischen weiblich und nicht weiblich. Ja, so. Tatsächlich. Du hast die Auswahl zwischen weiblich und nicht weiblich, um ja niemanden zu diskriminieren. Das ist die Begründung. Der Mann kommt nicht mehr vor. Zwischen grün und nicht grün. Aber hier, auch in Österreich und in Deutschland, gibt es Parent 1 und Parent 2. Ja, genau. Not das Mother and Father. Das ist genau dasselbe. Das ist genau dieser Geist des Gender. Man will sozusagen die Wesensunterschiede verwischen. Ja, man will das ist ein Problem. Also ja. Alles Perverse fällt unter die Treiblichkeit. Ja, es hat sich sehr verändert, weil früher hat es geheißen, der Vorstand, Familienvorstand, war natürlich der Mann. Das hat früher gegeben. Wir haben Formularen ausgefüllt in Deutschland. Der Familienvorstand ist der. Und bin ich? Ja, ich bin dann die Mutter. Ja. Ja. Jetzt ist das Parent 1 und Parent 2. Ja. Ist das schon so? Yes. The situation has changed. Okay, wie war's? Dahinter verbirgt sich die Diskussion. Gibt es typisch männliche und typisch weibliche Eigenschaften? Ja? Das ist ja eigentlich die feministisch überhaupt Gender-Diskussion, die geführt wird. Ist es überhaupt definierbar? Ja? Und da hat man natürlich seine großen Schwierigkeiten. Und Pieper hat ja geschrieben, gibt es eine feministische Ethik? Genau, das ist die Frage. Natürlich nicht, aber die Frage war so gestellt, dass man gesagt hat, nur Frauen haben sich mit Ethik befasst und spezifische Elemente der Ethik gefunden, die bisher nicht formuliert waren. Das bedeutet aber noch nicht, dass es deswegen eine feministische Ethik gibt, sondern sie ergänzt nur die Gesamtethik. Ja. Ah, okay. Naja, so ist es. So kann man es ja sehen. Ja. Nein, das ist ernst zu nehmen. Damit müssen wir uns befassen, sonst verstehen wir diesen Punkt nicht. Es hat keinen Sinn, alle Feministen so einfach zu verteufeln, den Genderismus zu verteufeln. Wir müssen überhaupt argumentativ mit den Leuten überhaupt bestehen können. Jetzt sagen wir mal ganz klipp und klar, was sind nun wirklich männliche und weibliche typische Eigenschaften? Dann wirst du auch in Schleudern kommen. Ist ja klar. Auch den Sündenfall oder irgendwas, letzten Endes sagen wir ja nicht genau, was gut und böse ist. Das ist ja ein Prozess. Das Böse ist ja nicht so wie das fernöstliche Denken, es gibt ein böses Prinzip und es gibt ein gutes Prinzip, ja, das es immer schon gegeben hat. Das sagen wir ja nicht. Und das entspricht auch nicht dem christlichen Denken, sondern das Böse ist über einen Prozess entstanden. Und kann wieder durch einen Prozess entsorgt werden. Genau. Ja? Es geht um Prozesse. Genau. Deswegen kann man so mit einem einzigen Wort nicht sagen, was böse ist. Weil es ein prozesshafter Ansatz ist. Ja, ich meine, das ist natürlich also der. Ich habe etwas mit dem Wort Prozess, also das ist mal zu technisch, ich würde lieber, ich verwende lieber Dynamik. Aber das ist also, weil ich weiß, das entspricht natürlich also der heutigen Ausdrucksweise, der heutigen korrekten Ausdrucksweise, also aber auch in der Psychologie.
Das kann man mit der nicht vereinigen. Wenn man sagt, das ist wahrscheinlich ein Prozess, weil angefangen hat es ja von der Seite von Lucifer her mit der klaren bösen Haltung. Nämlich das Ausnutzen des anderen für eigene Zwecke. Und dann wäre es im Prinzip der Sekopharis, das Gegenteil. Das ist eine konkrete Beschreibung von Gut und Böse, vom Charakter her. Ja. Die Frage ist nun, wird er bestätigt, wird es ermöglicht oder nicht? Und damit beginnt der Prozess. Wenn ja. die Tendenz, dass immer so ein Gefühl oder die Möglichkeit besteht, wird ja weiter bleiben. Die Frage ist, und das ist ja die Frage auch der Elternschaft, was wir gestern ja diskutiert haben, inwieweit wird das gefördert, bestätigt oder kann es korrigiert werden? Das ist doch die eigentliche Problematik. Ja, ja. Das wird natürlich eine spannende Frage. Ja. Es ist eigentlich nur Perversion des Guten, es ist nichts so ein eigenständiges. Ja, das ist ja zentral wichtig, dass wir das böse Prinzip nicht als geschaffenes Prinzip anerkennen, als einen eigenen Gott, der da ist, sondern dass wir sagen, ja gut, okay, es gibt nur einen Gott, weil sonst gibt es zwei Götter. Ja. Und da müssen wir uns entscheiden, gibt es jetzt zwei Götter oder gibt es nur einen Gott? Den Bösen und Guten. Ich meine, man kann das, also Adam und Eva in diesem Spiel, warum war ihm damals, also zur Zeit war ihm der säkuläre Atheismus, also warum wurde dann Gott das als Tod erklärt? Ja. Ich meine, Satan muss er das tun, also um sozusagen den Menschen an sich zu binden. Ja. Und er musste, ist ja völlig klar, dass Satan dann alles versucht hat, sozusagen diese Verbindung zu zerstören, zu sagen, also drum der Ausdruck, da sozusagen den Glauben als Opium zu benennen, zu sagen, ja, das ist Religion ist Opium fürs Volk, ja. Und natürlich, wie kann ich, man, das heißt, ich muss das Opium vernichten, damit, dann, es geht ja darum, also, dass Satan den Menschen das an sich bindet. Ja. Also diese Dynamik ist halt zu verstehen, also, das ist eine spannende Dinge. Natürlich, die Herausforderung ist die, weil man ist ja heute, man redet ja nicht, es ist ja verpönt mehr oder weniger, also über Gott zu reden, weil da bist du sofort in einer gewissen Lahmung drin. Ja. Das heißt, man muss dann sozusagen den Geist, der dahinter steht, irgendwo ja, bewusst zu machen. Wir sind nicht nur, ich meine, das, weil natürlich Satan will er, dass wir sozusagen unseren Geist, also, den Geist also, verneinen. Das ist völlig klar. Das ist eine Dynamik. Ja. Möchtest du Pause machen? Ja, aber es ist auch in dieser Welt möglich gewesen, Eifersucht zu empfinden. Ja. Ja. Und das ist ja einer der Ausgangspunkte. Ja, also das ist eine spannende Geschichte, wenn man sich die Dynamik, wenn man das betrachtet, wie ist eigentlich die Dynamik also entstanden. Wir reden von den vier Aspekten, oder genau genommen sind es drei plus eins, der gefallene Natur. Ja. Und das, was das bedeutet, und wenn wir diese Dynamik verstehen, dann können wir auch dann können wir auch ja
die gegenteilige Dynamik wirklich in Gang bringen. Ja. Indem ich mich eben ganz anders verhalte, indem ich eben meine Verantwortung erfülle, indem ich die Dinge auch anders sehen kann. Weil wir müssen einerseits also uns auch immer wieder eines, selber bewusst sein, und wir haben es ja in der Realität einerseits mit einem äußeren Feind zu tun, aber wir haben es auch mit einem inneren Feind zu tun. Es ist auch so. Ja. Das sind sehr, 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 sehr feine Dinge, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Ja. Genau, das ist das Wort bewusst, würde ich jetzt sagen. Es erfordert eine bewusste Handlung. Eine bewusste Handlung, weil das deutsche Wort Verantwortung ist ja blödsinnig. Ja. Antwort ist klar, genau, ja. Responsibility in Englisch, ja. Aber fair, was das fair heißen soll, ist ja eigentlich sprachlich unklar. Fair ist ja was Verdrehtes. Stimmt, ja. Und wir wollen ja eigentlich damit was Positives ausdrücken. Genau. Also die Antwort, die Kommunikation genau. auf die Frage Gottes oder auf die Frage des Schöpfers. Genau. Ja. Ich meine, der englische Responsibility drückt es viel besser. Klarer, aus, ja. Viel besser aus, ja. Aber es geht um die Antwort. Wie antworten wir auf die Fragestellung des anderen? Genau. Ich habe ein Thema für dich. Was? Ein Thema? Ja, ich habe jetzt gearbeitet. Families nurture global citizenship towards social stability and social intergenerational solidarity. I have, and I've sent to you also. Okay. Du hast mich so inspiriert und ich habe den. Families promote global citizenship, so. Social Stability, dann habe ich das geändert auf Nurture, weil eine Familie promotes it, but es baut es auf, es wird dann auf. Der Gedanke ist auf einer UN-Konferenz. Wie schaut es aus, wann sagen wir, Mittagspause? 12 Uhr. 12 Uhr. Eine Stunde. Ja. Ich habe das super gefunden. Ja. Okay. Jetzt wollen wir mal klatschen, oder? Ja. Lass mir den Josef 5 Minuten auf dem Klo gehen, oder was? Ich habe das Gefühl, das ist erst der Beginn. Da steckt so viel drin, und natürlich kann man in einer Stunde, das war jetzt ein ganz oberflächlicher Streifzug, also durch. Ja, das hat mir erinnert von unserer amerikanischen Brüder, dass die nicht die Prinzipien mehr, die diesen Unification Thought, okay. Das war so ein Teil von diesem Aspekt in Deutsch, habe ich es nie gehört. Super, gratuliere. Ich meine, wenn Sie wollt, wie geht es euch, dann gehe ich vielleicht das. Weiter, der ist kürzer, und wir können dann auch hoffentlich ausführlicher darüber reden. Ja, 5 Minuten Pause und dann weitermachen bis 12. Okay, dann machen wir 5 Minuten. Genau. Und die zweite Sache ist, er will immer Global Citizenship. Und wenn man immer diesen Thema Global Citizenship nimmt, dann bist du drinnen. Das ist Psychologie. Es macht nichts, sein Name ist Ban Ki-moon. Ja, in unserem Denken Der war immer da. Ja, sein Nachname ist Ban. Aber sein Vorname ist Moon. Moon Ki Ban. Aber Ban Ki Moon passt irgendwie nicht. Was für uns bist du? Oftmals reden die über Ban. Dann habe ich gedacht, was reden die jetzt? So, ja. Wo
der Mensch bereit ist zuzuhören. Und da können wir nicht kommen, mit Prinzipien leider. Das geht nicht. Also diese eine Sprache, die Sie auch verstehen, eine bildhafte Sprache, weil es bringt nichts, es ist ja wirklich so wie von den strukturierten Prinzipien mit Tod anzufangen. Weil jeder jemand hat sein anderes Gottesverständnis und Gottesbild, völlig natürlich, ja. Aber du kommst nicht weiter. Ja. Du kommst sofort in den Gedanken. Und es ist wirklich für mich jetzt erst das Interessante, ich habe das jetzt auch vor einigen Wochen mit der Lisa Rubinstein ist auch sehr zutiefst religiös. Und für die, wenn sie es hören, ja, in meinem Verständnis ist Gott unser Eltern, meine Eltern auch. Das heißt, Eltern verkörpern dann beide Aspekte, irgendwo den klaren Verstandesaspekt, aber auch den Herzensaspekt. Ja. Also das ist völlig klar, man kann nicht mehr sagen. Und das ist, wenn man es von dem beleuchtet, dass ich umgeht, dann geht darauf ein. Das sind wirklich unsere Stärken mit dem Verständnis der Prinzipien. Und diese Stärken müssen wir wirklich jetzt lernen, dementsprechend in die Waagschale zu werfen. Weil wenn man sich mal ein bisschen beleuchtet, das christlich-katholische Verständnis also von Gott, das ist sowas von Wischewasch, sowas von Verschwommen. Und dadurch kommen es hinten und vorne Schleier. Ja, dadurch haben sie auch keinen Standpunkt. Ja. Übrigens Nietzsche war ja der Meinung, dass Gott nur ein Konstrukt des Menschen ist. Da gibt es ja eine starke humanistische Idee, die unabhängige Existenz Gott nicht glaubt. Ja. Und Gott ist tot, das heißt, Nietzsche positiv ausgedrückt nichts anderes, der Mensch braucht dieses Konstrukt Gott nicht mehr, er ist nun reif genug, um ohne Gott zu leben. Also das Konstrukt, das der Mensch selbst geschaffen hat, hat er nun überwunden oder kann überwinden. Und das ist ja auch die marxistische Idee, die daraus folgt. Ja, aber diese Idee, also diese Grundidee, findest du natürlich damals auch wieder in der Psychologie, in der Ethik. Ja. Okay. Ich habe es dann nicht gesagt, aber es steht zum Beispiel im Ethiklehrbuch. Ich weiß jetzt abgesehen davon, dass ich weiß, wie viel das verwendet wird, aber im Ethiklehrbuch steht drinnen, dass zum Beispiel die Loyalität und Gehorsam eines Kindes den Eltern gegenüber ist gleichzusetzen mit Abschieben der Verantwortung. Loyalität und Gehorsam wurde ein Kampfbegriff. Also das Loyal und Gehorsam müssen nur sozusagen Kampftruppen, Kämpfer sein. Also das Militär braucht das ja. Aber in der Familie ist es sozusagen ein Konstrukt, also wo der Vater das Kind unterdrückt. Ja. Und das Kind, also das ist. Ja, aber andererseits gibt es in der Wirtschaftsethik den Begriff der Loyalität sehr wohl. Ja. Also in der Wirtschaftstheorie wird natürlich der Begriff der Loyalität sehr hoch gepriesen. Dem Unternehmen gegenüber, Unternehmen, bla bla bla. Ja. Also, es gibt verschiedenste Strömungen und man kann die auch aufgreifen. Ja. Also, die haben durchaus erkannt, wie wichtig Loyalität ist. Ja. Weil, wenn jeder tut, was er will, gibt es kein Wirtschaften, kein gezieltes. Ja. Da schlägt natürlich also die Problematik, also das relativen Denkens durch, weil
diese Dinge, ich meine, die werden den Kindern erklärt, dieser Geist, und den findest du dann überall. Das ist ja alles. Machen wir noch ein Stück weiter? Okay, gut. Warum die Welt die Vereinigungsprinzipien dringend braucht? Und zwar, in einem Satz ausgedrückt, das wird zwar ist für manche vielleicht ein bisschen herausfordernd. Die christliche Ethik, das christliche Menschenbild und die christliche Ethik sind mit dem humanistischen Menschenbild und der humanistischen Ethik unvereinbar. Das habe ich absichtlich so definiert. Absichtlich herausfordernd definiert. Warum? Ob in den Menschenrechten oder ob die Kernthemen sind immer Freiheit, Gleichheit, Toleranz oder Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Solidarität, also wie auch immer. Das ist auch also die Grundlage, diese Kernthemen Freiheit, Gleichheit und Toleranz. Ja. Auch die Grundlage der Menschenrechte in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wenn heute von Freiheit, von Befreiung die Rede ist, wovon reden wir? Wir reden in erster Linie über Freiheit von Unterdrückung, von Bevormundung, von Armut und Untertum. Ja. Im Kern eine negative Freiheit. Was ignoriert wird, weitergeführt, ist die Freiheit durch Verantwortung. Und dieser Punkt der Freiheit durch Verantwortung ist eines der Hauptpunkte, also die menschliche Verantwortung, die man selber verstehen und auch rüberbringen müssen in die Gesellschaft. Also wir müssen die menschliche Verantwortung in der öffentlichen Diskussion thematisieren. Und das ist wirklich, das ist also eine ziemliche Herausforderung. Gleichheit. Wenn von Gleichheit die Rede ist, redet man immer über Chancengleichheit, über Gleichheit von Möglichkeiten, über Gleichheit, also ich will das Gleiche haben, also weil der anders ist. Es ist so wie wenn ich eigentlich so ein sehr kindliches, aha, du hast das, ein besseres Auto als ich mein Puppen ist neu, ist neuer, deshalb bitte. Also es fördert im Prinzip nein, was im Prinzip weitgehend isoliert wird, ist die menschliche Reife. Was hilft mir das beste Auto, wenn ich damit nicht wirklich fahren kann? Das hilft mir gar nichts. Da musst du unbedingt Armut hinein. Du musst irgendwie, weil es geht nicht nur um den Reife. Die Chancen kann nur einigermaßen gleich sein, wenn auch der Portemonnaie. Also so. Ja, passt. Reife ist etwas zu wenig. Das stimmt schon, aber das ist nicht das Hauptproblem. Nur wenn man der Thema auch von Auto nimmt,
Hans Nectar Rifle hinstellen. Ja, natürlich, ja, natürlich, ja. Das war vielleicht besser nicht. Nicht das, das weil ich kann ihn auch kaufen, aber ich kann ihn da stehen lassen, fertig. Ja. Ich kann ihn nicht fahren, ich habe kein Geld. Ah, aber übertragen wir das, ist das auch ein aktuelles Thema. Und zwar auf das Thema, Elternschaft. Die ganze Lobby, die ganze Homosexuellen- und Gender-Lobby pochen ja auf ihr Recht auf Gleichheit. Gleichheit, sie wollen jetzt in der aktuellen Diskussion also Kinder adoptieren, weil ja, sie sind also auch, ich meine, zwei Frauen sind also auch ein Ehepaar. Ja, früher hat man die Ehe sozusagen also erklärt, also das ist der Ort der Unterdrückung, also jetzt wollen sie heiraten. Ja. Und sie sind auch ein Ehepaar. Sie wollen auch unterdrückt werden. Weil sie können nie Eltern werden. Und das ist leider eigentlich die traurige Tatsache. Und ich bringe das also jetzt also immer in Verbindung mit, wenn man über das Thema Ehe und Eherecht redet. Ich sage immer, das Thema Eherecht, was im Eherecht definiert ist, ist im Grunde eine Farce. Ist es weniger als das Minimum. Was brauchst du heute, welche Voraussetzungen brauchst du, um heiraten zu können? 18 Jahre musst du alt sein. Und? Geschäftsfähig. Aber was heißt das? Reife. Ha? Reife. Was wird darunter die verstanden? Die intellectual Reife, geschäftsfähig. Ja. Du kannst nicht, die behinderten Menschen haben kein Recht auf Ehe. Ja. So. Ja. Ja. Die sind nicht geschäftsfähig. Okay. Aber Reife, was heißt das? Intellektuelle Reife. Intellektuell. Ja, das. So ist aber so steht es. Aber charakterlich, also, das ist egal. Dann haben wir das Problem. Weil im. In der Schule, im Bildungssystem, reden wir immer über Bildungsstandards. Ja. Ja. Ich kann heute nicht sagen, ich bin in die Volksschule gegangen, ich bin in die Hauptschule gegangen. Und ich kann nicht sagen, dann mit 20, so, jetzt bin ich reif genug, also so dumm bin ich eigentlich gar nicht. Ja. Jetzt möchte ich ein Stö also als Schuldirektor. Würde mir jeder sagen, also hoppla, bist du ein bisschen bescheuert. Aber genau in dem Punkt, also bei der Familie und bei der Familie, da machen wir das umgekehrt. Das zählt nicht, das ist egal. Ja. Aber die Familie ist der Kernzelle der Liebe. Auch in den Prinzipien. Ja, du hast jetzt was angesprochen. Ob ich fähig bin, wirklich ob ich beziehungsfähig bin, wirklich ist auch Verantwortung, nicht nur für mich, sondern auch für einen Partner zu übernehmen. Das sagt man immer. Vielleicht. Ich meine, wenn ich es ein bisschen überspitzt ausdrücke, die Geschäftsfähigkeit wirklich überspitzt ausdrückt ist, ja, wenn ich eins und eins zusammenziehen kann. Ja. Mann, das ist absichtlich. Und wo gehst du aus jetzt? Wir haben gerade über den Gleichheit, die Adoptionsrecht und die Elternschaft. Genau, und der dritte Punkt. Ja gut, aber das Problem ist, der Staat müsste ja die Reife feststellen. Und da müsste man Kriterien schaffen. Ja, also man müsste eine Art Elternmatur, oder nein, ja genau, eine E-Matura machen. Ja. Das wäre ja die Konsequenz und das will natürlich keiner, weil das politisch nicht machbar ist. Gott, das Und ich meine, was heute
heutzutage sehr sagt, ist, jeder fordert Toleranz. Wir wollen also eine tolerante Gesellschaft. Was aber damit gemeint ist, ist eigentlich eine bedingungslose Akzeptanz. Ganz egal, also ob ich jetzt in meinem Bereich, in meiner Familie oder in meinen Beziehungen gestalte, das ist Privatsache. Das geht niemandem was an. Ja. Hauptsache tolerant. Ja. Aber hier geht es im Grunde genommen also um eine Akzeptanz. Diese Toleranz wurde eigentlich völlig verdreht. Und übrigens, wir reden ja, das war auch immer das zentrale Motto: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Und das hat eigentlich, das muss ich sagen, das schlappt immer ziemlich ein, dass eben, diese Brüderlichkeit. Dann sage ich, hoppla, ich verstehe es nicht. Da fällt mir was. Schwester? Wir kennen nicht, nein, okay, Brüder und Schwester passt auch. Ja. Die Bundeshymne ist jetzt drin, Brüder und Schwestern, okay? Aber da fällt mir was. Mein Bruder ist mein Bruder, weil wir gemeinsame Eltern haben. Aber das Thema Eltern, die Rolle der Eltern kommt nicht vor. In der ganzen Diskussion kommt eigentlich nicht vor. Das hat ja ein Josef Missetan. Der war ganz von den Socken, sagt er, genau. Oder auch vor einem Jahr. Der Phil Böschel, der hat den Verein Safer Surfing, ja. Der zitiert mich immer wieder. Da habe ich das auch gesagt. Sag ich, weil wir reden ständig von Brüderlichkeit und Eltern kommt mir vor. Sagt er. Tatsächlich. Ich meine, von dem Sichtpunkt der Prinzipien wahrscheinlich ist das richtig, weil jetzt sind die Edward Eltern da. Und Ja, haben wir diesen Elternschaft, das ist ja neu. Ja. Ja, ja, ja. Das hat immer gedacht, mein love yourself as your neighbor. Also ja. Das haben wir von Jesus, diesen Brother. Genau. Brotherhood. Ja. Die Frage ist natürlich, die große Frage ist, wie sollen und müssen wir eigentlich diesem säkulären und humanistischen Zeitgeist begegnet. Wir sollen damit umgehen. Als ersten Punkt, habe ich da geschrieben, wir müssen immer wieder selber auch darum ringen, ein klares Verständnis von der Wahrheit, von den Grundwahrheiten und von den Prinzipien des Lebens uns zu erarbeiten. Ich meine, die göttlichen Prinzipien heißen, das sind genau genommen nicht wirklich eine Philosophie. Es sind Prinzipien, über die ich im Prinzip nicht verschiedene Meinungen sein kann. Das sind Grundprinzipien, Grundgesetzmäßigkeiten. Ja. Und mir, wenn ich das versuche zu erklären, da habe ich eine kleine Geschichte dazu, die das also sehr, sehr deutlich veranschaulicht, was Grundprinzipien und Grundgesetzmäßigkeiten sind. Ja. Ich erzähle euch eine Geschichte, und zwar war das die Geschichte bei einem Manöver und bei einem Seemanöver. Ja.
Und eines an einem Tag war ein wirklich absolut dichter Nebel. Und eines der Kriegsschiffe war gerade draußen. Und plötzlich kommt ein Signal, dass auf Konfrontationskurs mit einem Objekt sind. Natürlich war vermutet, dass das ein anderes Kriegsschiff ist, ja, dass das ein anderes Schiff ist. Ja. Und der Kapitän setzt dann ein Signal ab, also, und sagt zu dem Unbekannten gegenüber, er soll die Richtung wechseln. Kommt die Meldung zurück? Nein, er selber soll die Richtung wechseln. Natürlich, der Kapitän, ja, für den kommt das nicht in Frage. Ja. Meldet er wieder, signalisiert wieder, ja, ich bin ein Kriegsschiff, bitte die Richtung wechseln. Kommt die Meldung, ich bin Kapitän eines Kriegsschiffes, bitte die Richtung wechseln. Dann kommt wieder das Signal zurück, ja, ich bin Unteroffizier, Sie müssen die Richtung wechseln. Der Kapitän fühlt sich gefrostet, ja. Sagt er, signalisiert er wieder, sagt er, ja, bitte die Richtung wechseln, sonst muss ich schießen. Dann kommt das Signal da zurück, ja, ich bin Unteroffiziers von einem Leuchtturm. Ich bin der Unteroffizier in dem Leuchtturm, ja. Wer glaubt ihr, wer die Richtung wechselt hat? Ja. Der Kapitän. Das heißt, es in anderen Worten, genau genommen, sind diese Prinzipien Grundgesetzmäßigkeiten. Und wir können genau genommen diese Gesetze nicht brechen. Wenn wir Dinge tun, dann brechen wir uns. Zerbrechen wir daran, aber wir können das Gesetz nicht brechen. Um diese Grundprinzipien geht es. Das zweite ist, wir müssen den Feind mit den eigenen Waffen schlagen. Und wir haben, wie bisher schon erwähnt, der Feind auch in uns, aber auch also in der Gesellschaft und in der Politik. Wir müssen uns darauf konzentrieren, sozusagen die Schwachpunkte, zum Beispiel die Schwachpunkte der ganzen Gender-Ideologie wirklich aufzuzeigen. Die Schwachpunkte aufzuzeigen, ja. Wir mögen uns immer manches Mal empfinden, dass wir, ich meine, wir sind ja eine Handvoll Leute, was kann ich schon tun, was können wir schon in der Bewegung, also in der Gesellschaft verändern. Wir sind ein paar Leute. Aber ich glaube, wir sollten uns wirklich dessen bewusst sein, dass eben in der Geschichte und in der Gesellschaft Einzelne, und das ist einzelne Menschen, die Richtung der ganzen Gesellschaft das oft zentral verändert haben. Und wie? Ich meine, ein gutes Beispiel kommt natürlich jetzt auch aus der Bibel. Die Geschichte von David und Goliath. Meine, wir mögen manches Mal selber so empfinden, dass wir uns wie ein Nichts so vorkommen. Ja. Aber die Geschichte von David und Goliath. Worauf hat sich der David konzentriert? Wieso konnte er den Riesen Goliath zu Fall bringen? Worauf hat er sich konzentriert? Er hat sich genau auf jenen Schwachpunkt konzentriert und den anvisiert. Und den auch getroffen. Und ich weiß nicht, ob es euch eines meiner, also
ich habe einen kurzen da gibt es also einen kurzen Film vom Asterix und Obelix. Ich zeige euch den gern, wenn es euch interessiert. Der hat mich zu dem Thema wirklich beschäftigt. Ja. Und da steckt so viel Wahrheit drin. Ja. Hier, manche werden sagen, ja, Asterix und Obelix, und was hat da mit den Prinzipien zu tun? Ja. Aber da steckt so viel Wahrheit drin. Ja. Und das ist das haben wir immer in Verbindung gebracht. Ja, was heißt das eigentlich jetzt also im realen Leben, also auch bezogen also auf den Sündenfall, die Beziehung, also die Beziehung vom Menschen zum Luzifer, also wie schaut es da aus, also, und wie hätte er ihn konfrontieren können, also was hätte er tun können. Ich zeige euch den gerne, wenn ihr ihn sehen wollt. Gerne. Ja. Warte, Du musst ein Ding anstecken. Ich hoffe, dass es dann geht. Wir haben eine Sente in 6 Etagen. Nichts als Tröck.
höchstens mal die Gegend. Ist es hier? Wir sind noch nicht im vierten und wir müssen zum sechsten. Passierschein A39? Sie meinen A38? Nein, für den Passierschein A39 handelt es sich tatsächlich um
sein A39, wie er im neuen Rundschreiben B65 festgelegt hat. Das Rundschreiben B65? Sag mal, kennst du das neue Rundschreiben B65? Ein neues Rundschreiben B65? Ja, für ihn hatten wir Passierschein A39. Nein, kenne ich nicht. Wir sollten mal in der Koordinationsabteilung des Zukunftsarchivs nachschauen. Ich glaube, das ist im 5. Stockwerk Stiege Z, Korridor Q. Nein, ich glaube, wir sind jetzt im 2. Stock. Stiege H. Und dann den rechten Korridor M. Gehen wir mit? Ich gehe gern mit. B65, B3-Passierschein A39. Nein, da müssen Sie Abteilung für provisorische Rundschreiben vergessen haben zu benachrichtigen. Versuchen Sie es im Erdgeschoss Korridor U. Ich komme gleich mal mit. Ja. Okay. So, Frau, die hat einen Fahrschein, right? Und dann, sie hat aber keinen Familienpass mit. Was sage ich, müssen Sie nachbringen, ja? So, ich habe sie entscheiden, sie müssen dann zu uns kommen. Aber eigentlich, das sind Beamtentyp. Aber das ist meine für mein Denken, meine Empfehlung auf Fernsehen. Grundlegende Richtung oder Strategie. Weil interessant ist, wenn man sich das ein bisschen durchdenkt, der Passierschein A38 repräsentiert, das ist eigentlich das wichtigste Dokument, die Wahrheit. Ja. Und sie wollen sozusagen, also sie brauchen diesen Ding. Und dann natürlich, also dann die schicken es herum also und so weiter und die schicken es durch die ganze Gegend. Und dann, wie der Obelix schon völlig verrückt ist und sagt, na, da kommen wir nicht mehr raus, dann sagt der Asterix, der denkt er kurz nach und dann sagt er, hoppla, wir werden sie mit den eigenen Waffen schlagen. Und was hat er gemacht? Er hat eine Behauptung aufgestellt, so wie Satan in einer anderen Weise gesagt hat, ja, ihr werdet sein wie Gott. Er hat gesagt, nein, wir den Passierschein, also A39, ja, und das ist völlig verrückt. Und dann im entscheidenden Augenblick ist er plötzlich da gestanden, völlig selbstverständlich. Und was meinen Sie? Ja, nur der Passierschein A38, sonst gar nichts. Ja, haben Sie. Das heißt, für mich ist er, wir müssen sozusagen jetzt das in der Öffentlichkeit zu arbeiten. Wir müssen die richtigen
Fragen thematisieren. Wir müssen die richtigen Fragen thematisieren. Einerseits sehr stark mit den Prinzipien, mit der Wahrheit uns auseinandersetzen und immer wieder vertiefen und auch dann damit also die richtigen Fragen öffentlich formulieren. Ja. Und gerade und jene wenig Schwachpunkte ansprechen. Und die Schwachpunkte in unserer heutigen Gesellschaft, auch in der Diskussion, sind der Schwachpunkt ist eben, weil eben die menschliche Verantwortung ignoriert wird. Ja. Vielleicht darf ich jetzt nur ganz kurz das abschließen, und zwar was sind die Stärken? Magst du ein Vollbild? Achso, okay. Der Vereinigungsprinzip. Also mir wird das immer, in der letzten Zeit, das immer mehr bewusst, und speziell ist es seit dem Foundation Day, also da hat er dann die Mutter offiziell das auch erklärt, dass Gott unsere himmlischen Eltern sind. Und das ist das Revolutionäre. Dieses Gottesbild, Gott als Eltern der Menschheit, das ist genau der Schwachpunkt, also was Jesus eigentlich ist, dieses klare Gottesverständnis konnte Jesus nicht bringen, war nicht möglich. Ja. Und dadurch, ja, dadurch tut sich das Christentum so schwer mit einem mütterlichen Gott. Sie kommen da hinten und vorne schleudern. Wenn man das ein bisschen so betrachtet, zum Beispiel der Islam, kann man sagen, das Verständnis des Islam vom Wesen Gottes ist streng, Gotteswächter und absoluter. Und denen fehlt sozusagen der andere Aspekt. Ja. Und wenn wir es rüberbringen, dass Gott unsere Eltern sind, dann können wir auch, dann kann jeder Einzelne schon mit diesem Bild in uns eine ganz andere Beziehung zu Gott aufbauen. Und es geht hier in der ganzen Diskussion also nicht um den Glauben. Es geht im Kern um die Beziehung zu Gott. Ja. Und diese Botschaft rüberzubringen, dass eben Gott mein ganz persönlicher Vater und Mutter ist. Und beide, er verkörpert dann wirklich also beide Aspekte. Deshalb kann man dann auch beide so verbinden. Und das ist dann völlig natürlich, denn in uns, völlig unabhängig, also wer es ist, also dieses Bild der ursprünglichen Eltern ist in unserem ursprünglichen Wesen verankert. Und das müssen wir immer wieder ansprechen. Und sozusagen helfen, was eine Verbindung zu schaffen. Ja. Meine, Religion heißt im Kern Rückbindung. Ja. Es geht wieder um diese Bindung. Ja. Und da gibt es also verschiedene Zusammenhänge. Dann, der zweite Punkt, also ist der, dass
Die Vereinigungsprinzipien haben ein klares Verständnis, also vom Prinzip des Gebens und Nehmens. Das ist das Kernprinzip. Vom Wachstum und von Freiheit und Verantwortung. Und unsere Herausforderung jetzt ist, also ob das persönlich ist, als Familie oder ist es wirklich darauf unser ganzes Bewusstsein ist auch aufzubauen. Ja. Zu wissen, einfach wirklich zu wissen, zu verstehen, wenn ich in eine Beziehung oder in eine Sache investiere. Das ist das Prinzip von Sehen und Ernten. Wenn ich in eine Sache investiere, wenn ich in eine Beziehung investiere, vor allem selbstlos investiere, kann ich hundertprozentig sicher sein, dass in das Resultat, dass in etwas zurückkommt. Hundertprozentig. Also wir müssen diese Beziehungsdynamik, diese Prinzipien in unserem Wesen, in unserem Verständnis, in unserem Denken auch wirklich integrieren und in Übereinstimmung oder in Harmonie damit kommen. Und das ist natürlich immer täglich neue Herausforderung. Und das Dritte ist, die Prinzipien haben ein klares Verständnis vom Urkonflikt, aber auch dessen Konsequenzen und die Lösung des Konflikts. Die Frage ist nur, wie man das wirklich klar und verständlich in einer Sprache rüberbringen, und das ist die Herausforderung, dass man eine Sprache verwendet, die der Mensch auch versteht. Das ist das Schwierige. Weil wenn wir nur das Schwarze Buch zitieren und ich sag mal so zwei Stepper Steine da, aber mit, ja, das ist, passt alles zusammen, also kein Problem, aber er findet keine Beziehung dazu. Und das war eigentlich, also in kurzen Worten ausgedrückt, die Stärken des Vereinigungsprinzips. Dann im nächsten Teil möchte ich dann ein bisschen stärker auf diese Dynamik, auf diese innere Dynamik ein bisschen detaillierter eingehen. So, das war's für diesen Teil. Dankeschön. Spezielle Fragen, Anregungen, Kommentare, Kritiken? Ich habe nur überlegt, ob man noch dazu ein Teil Jesus, also die, wie heißt es, die Grundvater, die Philosophie, man kann ein vierter Teil, wobei man das dann erörtert, dann geht man in Jesus und Mohammed und Confucius. Man könnte dann einen kleinen Überblick, so mit diesen zwei jüdischen Brüdern sich treffen, da gibt es in Israel, und da könnte man dann das so einblenden, ne? Da können sie das schön ausbauen. Was hast du genannt? Ich habe nicht verstanden. Na, da kann es dann eine wichtige Rolle spielen in der Versöhnung zwischen Islam und Christentum. Also wenn man da das. Wir haben heute viele Konflikte und man könnte dann diesen ich versuche immer jetzt diesen interreligiösen Teil auch mit einzubeziehen, dass man doch das anspricht. Man soll sich nicht scheuen. Und man kann dann im vierten Punkt mit dann eine Erweiterung über die Beziehung zwischen den Religionen. Und dass man da nicht abhängen soll auf irgendeine Religion, sondern
Ich weiß es trotzdem noch nicht, worauf du hinaus willst. Ja, it's difficult. Maybe it's easier in English. Yeah, because Jesus had a certain mission. Muhammad also came, he had a certain mission. We just heard from, who was he was talking about? Was Johannes Stumpf or Bernhard Reimer? Jemand hat genau erklärt über die verschiedenen Religionen und warum denn Muhammad gekommen ist. Ja, ich habe dir vorgelesen, kürzlich. Ach, oh, das ist von irgendwo. Auf alle Fälle, das ist, man hat so viele Erlebnisse, ne, mit den Dings. Aber es ist wichtig, dass wir die Mission, diesen, die Vorfahren, die religiösen Vorfahren, wir nennen das so schön die Mission des Messias, aber man kann das der Mission der religiösen Vorfahren, dass wir da eine Entgegenkommen machen. Und das, weil tatsächlich, Gott hat einen Plan, dass er die Menschheit wieder in Gang bringt. Also das, es ist schwierig, ja. Es ist schwierig. Aber du hast einen Punkt, ein Gottesbild. Und daher der säkuläre Mensch, und er das nicht in Gott. Der sitzt da und schaut Josef an und sagt, was tue ich ja, jetzt mit der? Ich habe das, jetzt natürlich so für uns. Wie man zu dem Thema kommen kann, drum steige ich auch also über dieses zweite Thema ein. Yeah. Nee, ich habe das schon gemerkt. Ja, verstehst, wenn jemand dann versteht, und das ist ganz ein großes Problem, dass alles durch Kooperation, nicht durch Gegensatz, sondern durch Kooperation, durch Geben und Nehmen, wie die Prinzipien sagen, ja, das ist die Grundlage, existiert und entwickelt, dann kann man das auf die Ebene der Beziehungen übertragen. Weil auch eine Beziehung, ob das jetzt mal Frau, ob das also eine grundsätzliche menschliche Beziehung nur durch Geben und Nehmen sich wirklich entwickeln kann. Das heißt, ich muss immer zuerst geben, ich muss immer zuerst investieren und kann nicht auf meine Rechte pochen. Ja. Weil die Realität ist so, ich meine, gerade jene oft Leibtragenden Leute, die fühlen sich ja im Grunde genommen in einer Opferrolle und hungern danach, geliebt zu werden. Aber sie hungern danach, Erwiderungen zu behalten, zu kriegen, aber sie geben nichts. Ja. Oder sie glauben, sie müssen zuerst erhalten. Das hat sich die ganze Wahrnehmung, das ganze verdreht. Ja. Das heißt zu verstehen, ich muss zuerst geben, etwas investieren, in eine Beziehung investieren. Und dann kann ich sagen, hoppla, abgesehen davon, dass nehmen wir mal an, Gott existiert, dann ist es ja keine Sache des Glaubens. Glauben kann ich alles. Ja. Glauben hast, das hast du so schön, Glauben hast nichts wissen. Ja. Aber wenn ich dann das Prinzip anwende, ich sage, ja, jetzt versuche ich es einmal, jetzt investiere einmal, jetzt interessiere ich mich eigentlich einmal dafür. Gibt es ihn tatsächlich? Ich investiere in die Beziehung. Und ich kann dann eigentlich von vornherein mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ja, da kommt doch zu. Weil die Erlebnisse, die jeder von uns mit Gott in unserem religiösen Leben gehabt haben, die haben wir deshalb also auch, weil wir natürlich auch was investiert haben. Nur hinzusetzen und zu warten, also dass Gott mich liebt, das spielt es nicht. So funktioniert eben das Prinzip des Lebens oder das Prinzip der Liebe nicht. Der funktioniert nicht. Ja. Und das ist die Kernbotschaft, dass er es wenig,
auch wenn ich keine Beziehung habe. Meine, wir haben, das ist auch die Problematik speziell, also natürlich dann in den Familien, in den Ehen oft, ja, dass die Leute dann sagen, ja, wir lieben uns nicht mehr, mein Mann liebt mich nicht mehr. Oder meine Frau, wir haben uns auseinandergelebt, wir lieben uns nicht mehr. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ja. Und die kommen einfach nicht auf die Idee, dass das gerade die Chance ist, erneut zu investieren. Eben zu lieben und nicht zu erwarten, sondern zu lieben. Ja. Ich habe was, auch wenn ich nichts, anscheinend nichts habe. Aber ich kann zumindest ein Lächeln oder ein freundliches Wort schenken. Wenn ich aber das alle tue, ja, dann kommt nichts zurück. So einfach ist es. Also man kommt über das Prinzip kommt man dann auf Gott und natürlich dann natürlicherweise auch auf das Wesen Gottes. Ja. Darum ist es, wenn ich. Also in meinem Verständnis ist es vernünftiger, wenn man Prinzipien lehrt, dass man zuerst einmal mit dem Prinzip anfängt. Weil wenn man nur mit dem Wesen Gottes anfängt, und da kann ich natürlich, was ich irgendwelche viele Dinge zitieren, viele Quellen zitieren, ja. Aber wenn die Person keinen Bezug dazu hat, sagt dir das nichts. Aber wenn ich zuerst mit dem Prinzip anfange, dann helfe ich dem Menschen einen Bezug zu finden. Das ist eine interessante Dynamik. Ja. Okay. Schlafen schon alle? Gehen wir Mittagspause? Ja, gehen wir. Nein, hoffe ich nie. Hast du den Schlüssel bekommen, mein Freund? Oder hat jemand...